Ich bin erregt. Ich reg mich auf. Ich habe Angst. Ich denke wieder. Ich bin begrenzt. Ich denke, das Leben wird mich nicht genug versorgen, damit ich meine Miete, die erhöht wurde, nicht rechtzeitig zahlen kann. Ich habe Angst, dass ich leiden werde in der Zukunft. Ich bin besorgt. Ich mache mir Sorgen. Ich kümmere mich um mich. So. Ich will es doch nur gut haben. Ich will doch nicht leiden. Oh, das Kümmern ist schon ein bisschen leidvoll. Aber was soll ich denn machen? Soll ich mich fragen, wer leidet? Wer ist dieses Ich, das denkt, es ist begrenzt, das Angst hat, dass es zu wenig hat? Ich. Es icht und icht und icht. Und ich nicht. Plötzliches Ich, plötzliches Nicht-Ich. Alles voller Sorgen und Kummer und im nächsten Moment alles wieder vorbei, alles gut.